Warten Sie bitte. Nehmen Sie den Schmuck ab. Sir, dazu müsste ich mich ausziehen. Na gut, dann schulden Sie mir das nächste Mal einen Kaffee. Danke, ich danke Ihnen, Sir. Ja, gehen Sie, danke. Nicht so schnell, warten Sie einen Moment. Officer Myers, alles in Ordnung. Lassen Sie die Dame durch. Nein, nein, ich werde sie aus Sicherheitsgründen persönlich überprüfen. Sir, ich bin bereits spät dran für meinen Flug. Darf ich einfach... Ganz ruhig, es dauert nur ein paar Minuten, okay? Ja, okay. Ja. Ist das Ihr Gepäckstück? Ja, das ist meins. Schön. Könnten Sie das bitte schneller machen? Ich mache hier nur meine Arbeit, okay? Keine Sorge. Mhm. Schön. Haben Sie die selbst eingepackt? Ja, korrekt. Okay. Oh, oh. So eine verführerische Unterwäsche würde ich glatt als Waffe bezeichnen. Ich nehme dir hier für eine zusätzliche Untersuchung mit. War das ein Witz sein? Hey. Hören Sie auf! Oh. Geben Sie mir meine... Oh, ma'am. Sie behindern die Arbeit eines Beamten. Dann muss ich leider eine Ganzkörperuntersuchung durchführen. Kommen Sie bitte mit, ma'am. Moment, Sir, Officer Myers. Aber nur eine Beamtin darf Sie untersuchen. Ja, das stimmt. Aber das Problem ist, dass Officer Mary gerade Mittagspause macht. Das bedeutet... Ma'am! Entweder verpassen Sie Ihren Flug, oder ich untersuche Sie jetzt. Sie können wählen. Tun Sie, was Sie tun müssen, und wir vergessen die Sache. Aus dem Weg. Ja, Sir. Schön. Folgen Sie mir, Ma'am. Nehmen Sie bitte Platz. Ma'am, ich muss Ihre Schuhe überprüfen. Da ist nichts in den Schuhen. Ganz bestimmt. Aber vielleicht haben Sie irgendwelche verbotenen Objekte. Hier drin. Sie wollen doch Ihren Flug noch erwischen, oder? Ja oder nein? Kann ich behilflich sein? Was machen Sie denn hier? Da draußen ist ein Haufen Leute. Ja, Sir, alle Flüge haben die Sicherheitskontrolle verlassen, also wie kann ich helfen? Ich regel das hier allein, verschwinden Sie jetzt! Ich will, dass er mich untersucht! Was? Ich habe das Recht dazu, Officer, richtig? Ja, okay. Tut mir leid, Ma'am, ich... Ist okay, solange er das nicht tut. Ich werde es sehr vorsichtig angehen. Es ist in Ordnung. Ich sehe keinen Grund, sie noch länger festzuhalten. Es gibt da noch eine Sache. Was ist es jetzt? Öffnen Sie Ihren Mund. Warten Sie, was? Schnelles Herzklopfen, nervöse Bewegungen. Haben Sie Drogen genommen? Ach, nein, nein! Nein? Nein? Nein. Nein? Dann überprüfen wir das.
Öffnen Sie den Mund. Gut so. Kann ich endlich zu meinem Flug? Welcher Flug denn? Sie werden die Nacht mit mir verbringen. Die Nacht? Aber sie hat doch nichts Kriminelles getan. Ja, natürlich. Das ist nur ein Protokoll. Mal sehen, was Ihre Tests sagen. Ma'am, keine Sorge. Es wird alles gut sein. Legen Sie Ihre Handschellen an und bringen Sie sie in den Haftraum. Aber wer... Was aber? Will der junge Beamte etwa nicht gehorchen und seinen Job abgeben? Es tut mir leid, Ma'am. Kommen Sie mit. Zu wem wollten Sie denn fliegen? Zu meiner kleinen Schwester. Ich bin sicher, sie wird sich genauso freuen, Sie morgen zu sehen, als wäre es heute gewesen. Nur bitte, weinen Sie nicht. Meine Tränen sind nichts. Wichtig sind mir nur die Tränen meiner kleinen Schwester. Was ist mit dir geschehen? Officer, bringen Sie mich einfach dahin, wo ich sein muss. Ich will allein sein, okay? Was machen Sie? Wir sind schon da. Liebe Grüße an Ihre Schwester. Aber das ist mein Gate. Ja. Ja, aber der Officer hat mir gesagt... Er hat mir einen Befehl gegeben. Und jetzt steht Ihnen völlig frei zu gehen. Ja, aber Sie werden verhaftet. Ma'am. Es ist meine Entscheidung. Und wenn Sie dadurch aufhören zu weinen, bin ich völlig glücklich damit. Ich wünsche Ihnen einen guten Flug. Sie haben keine Ahnung, wie viel es für mich und meine Schwester bedeutet. Wir sehen uns sehr bald wieder. Hey. Sie hätten mich nicht verärgern sollen. Merken Sie sich, derjenige mit der Macht gewinnt immer. Sir, kann ich Sie bitte kurz sprechen? Wer sind Sie? Die Schwester von der Frau, die Sie vor diesem Mistkerl gerettet haben. Hat er Ihnen das auch angetan? Vor einer Woche. Aber da war niemand da, der ihn aufhalten konnte. Sehen Sie sich um. Sie sind verhaftet wegen Amtsmissbrauch. Das ist Blödsinn, das können Sie nicht beweisen. Dank des jungen Officers konnte ich alles aufnehmen. Es scheint, dass derjenige mit der Macht nicht immer gewinnt. Sie sind ein Idiot, Sie alle! Alles, was sie sagen kann und wird gegen sie verwendet werden. Ohne Sie hätte ich es nicht geschafft. Ach, kommen Sie, bitte. Ja, wie kann ich mich revanchieren? Nein. Ich brauche nichts. Danke. Hey, Junge. Sie schuldet Ihnen einen Kaffee. Vielleicht sollten Sie das nutzen. Lisa. Wissen Sie was, Ihre Schwester hat recht. Ich möchte einen heißen Kaffee und... endlich Ihren Namen wissen. Nun.
Okay.